So, meine Freunde, hier sind wir wieder. Skybox Infinity Evolved, ne? Ich habe zu dieser Folge einige Monster verkloppt und ich habe vor allem, habe ich das hier gemacht. Sand, Gravel und wo ist mein Clay? Da ist mein Clay, ganz viel Grout. Okay, das... Nur ein Stack? Das ist übel. Naja, so ist es halt im Evolved, im Expert-Mode. So, 8 Kohle. Dann brate du mal und wir haben derweilen, wir haben übrigens hier wieder Level auf unseren Tools. Das heißt, wir können wieder durch die Monsterfarm ein bisschen die Levels pushen, die Tools pushen, was ganz praktisch ist. Ich habe die Baumfarm hier ein bisschen verkleinert, einfach damit wir hier ordentlich durchgehen können und nicht ständig Blättergezeugs im Gesicht kleben haben. Das ist ein bisschen unschön. So, wir brauchen jetzt ein paar mehr Dingsy-Bumsies. So, wir brauchen Barrels voll mit Wasser, denn ich würde gerne noch mehr Clay machen für ein Crucible. Wir brauchen Lava. Und 1, 2, ein bisschen Bone Meal. Und dann halt erstmal klein prügeln hier. 8, ich brauche sogar nur 7. Für unseren ersten Crucible. Zack. Den müssen wir noch in den Ofen packen. Aber ich kann den Stick... Also ich hoffe, der brennt. So wie ich das tun kann. Brennen. Stock, kannst du was? Du kannst brennen. In der Hölle! Nein. Wir können noch mehr Furnaces machen. 2 oder so. Dann können wir nämlich... zum Beispiel hier mal die Hälfte noch rausholen und hier reinwerfen. Und hier kann man dann einmal kurz den Crucible durchfeuern. Okay, das geht auch nicht. Verdammt. Manu. Ach ja, so. So, den Crucible setzen wir direkt mal auf die Lava. Können wir mal... So. So. Du kommst wieder weg. Und aber ich glaube, ich hätte gerne hier eine Stufe. Nee, Quatsch, also. Ein Ring aus Cobblestone, damit wir hier ordentlich raufsteppen können. Und mal so. Und dann... so. Kann ich mit der... Ja, gut. So. Hier ebenfalls. Aha. Spitzhacke kaputt. Können wir machen. Können wir wieder reparieren. Wir haben ja so viel Flint hier rausgeholt. Von daher alles kein Thema. Also zack, zack. Alle. Können wir hier ohne Probleme rauf. Und hier, ja, Cobblestone reinwerfen. So, dann wollen wir mal eben kurz die Monster hinten platt hauen. Und dann warten wir auf die Third Bricks. Und ich würde sagen, oh, Enderman. Eine Enderperle. Booyaka. Freunde, wir haben genug zusammen. Ich habe die Spiele schon mal aufgebaut. Die kennen das ja. Ein Controller, ein Tank, ein Drain, ein Faucet und ein Bassin. Und das Ding ist 2 hoch, hat also 2 Flächen. Ja, erstmal für Anfang ganz gut. Aber natürlich müssen wir, bevor wir diese Spiele überhaupt nutzen können, und erstmal einen Eimer craften. Und dazu kommt wieder die Sache mit
dem Cookofen ins Spiel und wir machen jetzt mal den Cookofen. Ich habe einiges an Clay gemacht und Sandstein und der ist direkt zum Glück gerade, deswegen kann ich gerade so viel Clay machen. Wunderbar. Das ist sehr angenehm. Und ja, deswegen machen wir jetzt mal so ein Ding. Aber für das Ding brauche ich... Ach, dafür brauche ich doch Dingens, oder? Brauche ich nicht. Ich überlege gerade, weil... Engineering in... So ein Hammer. Aber der sollte eigentlich nicht teuer sein, oder? Rein theoretisch. Hammer da. Ein String, zwei Eisen und zwei Sticks. Das kriegen wir hin. Eisen. Zuck, zuck. Wir brauchen zwei. Und als Brennmaterial nehmen wir Slabs, Burn Time. Eine Kohle hat wie viel Burn Time? Also brauche ich 200 pro Dingens, ne? Okay, können wir hier zusammenpacken? Und ein Stick. Ja. So. Sollte wohl reichen. Ne? 100 und 300 sind 400, sind zwei Items gebrennt im Ofen. Okay. Das kommt weg. Wir brauchen einen String. Mhm. Und weiter geht's hier im Karton. Oh, aufgehört zu regnen. Schön. Ich brauche einmal das. Dann, das habe ich gesagt, Sticks, Eisen und String. Dann, genau, packen wir jetzt alles zusammen. Cookofen, Öfen. Wie viel brauche ich? 26, ne? Oder 27? Ich glaube, einen mehr. 27. So. Okay, also. Wo packen wir den denn mal hin? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, den packe ich hier an den Rand. Oh, der ist ein bisschen archnah. Machen wir mal hier. Mhm. Und zwar... Ich meine, er war nicht hollow. So. Ganz genau. Einmal ein Schwung mit dem Hammer und schon haben wir einen Cookofen. Da packen wir jetzt Kohle rein. Und dann geht die Party ab. Erstmal einzelne Kohle. Nochmal 8 Stück. Das dauert jetzt eine ganze Weile. Sehr, sehr viele Ticks. Aber dann bekommen wir Kreosot. Und Cookcode ist sowieso mal ganz praktisch. Dann packen wir da mal zwei Flashlein rein. So. Und sobald sie dann hier genug Kreosotöl angesammelt hat, um die Böttelchen zu befüllen, können wir unsere Treated Sticks craften. Und somit endlich loslegen. So, das kann weg. Das darf auch erstmal weg. Das behalten wir alles hier. Wir brauchen den nächsten neuen Compressed Hammer. Okay. Kann ich hiermit echt keine Platten machen? Nee, kann ich nicht. Schade. Schade, das wäre so schön günstig gewesen. Aber naja. Ich denke mal, hat ja alles so seinen Zweck hier irgendwie. Also. Als nächstes. Was steht als nächstes an, solange wir darauf warten? Ja, das ist der Bucket. Getting Water, Bottles, ja, ja. Tools, Weaponry. Diamanthammer auf... Warte mal. Okay. Compressed Hammer, das ist klar. Okay. Warten erstmal auf die Schmiede.
Sonst noch was, was ich vergessen habe hier? Nö, ne? Nö, gar nicht. So, get in your bucket. Tech and Magic. Tech Tree. Power Options. Okay. Ganzen Engines und Co. Mhm. Das übliche halt. Gut, dann warten wir auf unser Kreosit. Eine haben wir schon, nice. Und zwei Kohlen ergibt einmal 1000 Millibuckets, was eine Flasche ist, beziehungsweise ein Bucket. Sehr schön, da kann man schon mal eben nochmal ganz kurz in der Monsterfarm aufräumen. Habe ich nicht. Oh Mann. Ach ja, herrlich. Okay, so, das darf wieder weg. Schön. Das, die Dimlets habe ich übrigens von Endermans gekriegt. Wenn man die verkloppt, hat man die Chance, Dimlets zu bekommen für RF Tools und neue Welten. Ich weiß gar nicht, RF Tools. Wie viel kostet ihr? Zum Beispiel hier so ein Dimlet-Filter oder irgend sowas in der Art. Wo haben wir sie denn, die guten Teile? So ein hier. Transmitter. Kostet alles nur Enderperlen. Machine Frame. Ach, ein Resonant Machine Frame. Okay, ah, I see. Da ist also das der Bottleneck. In dem Sinne, okay, Doki, weiß ich Bescheid. Ja. Einmal Kreositöl für uns. Das darf denn jetzt gerne wieder weg. Wir haben noch ein bisschen Holz übrig. Einmal um die Bottle drumherum. Zack. Sticks. Und dann kommt das Eisen. Das war 5 Eisen. Und nochmal. Quatsch. Bucket. Nope. Nein, die wollen wir. Und nochmal 6. Also 11. Okay. Für einen Bucket brauchen wir 11 Eisen. Das ist schon ganz schön teuer. Aber ja, danach haben wir endlich. Was ist das? Okay, danach haben wir endlich das, was wir halt wollten. Und das ist wunderschön. So. Wir haben das Eisen. Jetzt können wir den Hammer bauen und direkt mal unsere 3. Plates für den endlich Eimer. Juhu! Was? Dafür gibt es eine Trophäe? Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Wir brauchen einen Trophäen-Bereich. Moment, dann nehmen wir die hier. Oh mein Gott, das ist super witzig. Haben wir kurzfristig nochmal ein paar Cobble-Slappy-Slaps? Da, ja. So. Kann man nämlich hier die Trophies draufsetzen. So. Oh Mann. Oh, das war ein zu tief. Mist. Okay, nein. Danke. Dahin muss das Ganze. Machen wir es so. Ja. In die Mitte kommt am besten eine Fackel. Eine ganz normale Fackel. Zack, damit wir ein bisschen Licht haben und es schön ausgeleuchtet ist und, ne? Dann nichts spawnt. Zack. Am 9.06.2016. Jetzt wisst ihr, wann ich aufgenommen habe. So, wir können jetzt endlich Lava in unsere Schmiede schaufeln und damit endlich loslegen. So, direkt wieder Nachschub hier am besten. Yep. So. Du kommst her, denn du bist eingeschmolzen, mein Freund und Kupferstecher. Eisenstecher wohl eher in dem Sinne. Okay, so, jetzt können wir,
Ich glaube, ich würde gerne mit meiner Enderperle, die da hinten oben drin ist, gerne noch 4 weitere Transfer Nodes machen. Denn die brauchen wir so oder so irgendwie. Und so können wir dann direkt mal die Lava-Fabrik da vorne, ja, quasi einmal, ja, antreiben für diverses. Also Lava-Energie ist hier, glaube ich, mal nicht ausgestattet. Das ist nämlich das Miese am Expert-Mode. Und dieser Hubschrauber, was ist mit diesem Hubschrauber? Meine Fresse. Und deswegen, Lava-Energie ist nicht, aber dafür Lava für alles andere. Und ein Hopper. Wie machen wir einen Hopper? Einfach normales Eisen in der Kiste. Okay. Also das übliche Rezept. Okay. So, Dilly, können wir denn einfach aus Eisen Blöcken wieder normales Eisen machen? Weil das könnte nämlich auch uns zum Problem kommen. Warte mal. Ja. Okay, das geht anscheinend gut. Weil in Gregtech war es nämlich auch so gewesen, dass man Blöcke nicht in Ingots craften konnte und umgekehrt genauso. Da bräuchte man extra Maschinen für. Aber dann ist ja erstmal alles gut. So, hier ist auch alles gut, ja? Gut. So, so, so. Du schmilzt fleißig. Prima. 8. Kann man schon rausfließen lassen hier. Was habe ich gesagt? Ich brauche eine Note oder einen Hopper. Wobei, will ich direkt mein Eisen für einen Hopper ausgeben? Wie viel kostet mich die Note? 2 hiervon. Okay, das ist in Ordnung. Die nehme ich. Das, eine Kiste. 2 gebratene Steine. Und so ein Teil. Und das war's. Ne? Gebratene Steine, Redstone, das, Note und Kiste. Okay. Dann kriegen wir daraus 4 Stück mit der Enderperle. Und das ist schon mal sehr gut. Dann können wir nämlich auch anfangen zu automatisieren langsam. So, Dele, dann können wir einmal von hier nach da exportieren lassen. Ganz genau. Ab in den Crucible für immer und ewig hin. Schön, 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 schön. Bucket? Erster Block. Dann müssen wir... Warte mal, ich habe jetzt noch die Note. Dann kann ich nochmal eine Kiste bauen, wenn ich den Holz hätte. Oh Gott, wir brauchen dringend eine Baumfarm, ey. Das ist ja ganz furchtbar. Er fragt sich, womit machen wir die erste Baumfarm? Ich denke mal, Progressive Automation gibt es nicht, richtig? Ja. Dann ein Harvester. Wird es wahrscheinlich nur sehr teuer geben. Dark... Dark Steel brauchen wir Obsidian und echtes Stahl, also Stahlproduktion erstmal ankurbeln. Okay. Jetzt brauchen wir die Blast Furnace von entweder Railcraft oder Immersive Engineering. Ja. So, Kiste. Dann mache ich's. Wie mache ich's? Wie mache ich's? Slap. Einen Slap habe ich noch. Wow. So. Schwupp. So, dann lassen wir jetzt mal hier alles rein dingseln. Ich hoffe, ich kann compressed Cobblestone da rein tun, weil das Ding ist nämlich, wir machen ja Sod Bricks, können wir gießen lassen, einfach indem wir Cobblestone schmelzen. Und natürlich, je kompresster er ist, desto mehr gibt es und es scheint zu funktionieren. Das finde ich super. So, 7 Eisen haben wir jetzt gerade noch auf der hohen Kante. Wir haben unseren ersten Block. Und wie viel Eisen habe ich hier noch rumfliegen? Eigentlich sollte ich noch genug Eisen. Oder auch nicht. Okay, gut, immerhin.
Immerhin etwas. So, zack. 7, 8, 9. Perfekt, haben wir nochmal einen Block gleich mit raus. Suppi, suppi, suppi. Bisschen Lava noch abschöpfen hier. Perfekt. So, dementsprechend haben wir für diese Folge alles erreicht. Wir haben, das haben wir diese Folge vor allem, wow, so viel Creeper. Wir haben die Farm zum Laufen gebracht, wir haben einen Coke-Ofen gebaut, wir haben die Treated Sticks gemacht für unseren Hammer. Jetzt können wir Metallplatten machen, daraus können wir jetzt alles Mögliche machen, zum Beispiel, glaube ich, auch Rüstung. Glaube ich. Chestplate hier. Auf Platten natürlich und Ledertunika vorher. Ach, toll, ganz toll. Ich habe übrigens, ne, bei der Farm habe ich die Helmchen und Golden Chestplate gefunden. Auch ganz nett. Brauchen wir zwar nicht, weil wir uns möglichst nicht gegen Monster stellen. Von daher ist erstmal unwichtig, aber wir haben es und warum auch nicht. Einschmelzen können wir es eh noch nicht, weil es nicht voll, also weil die Haltbarkeit nicht voll ist und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wie immer, wenn ihr Tipps habt, Ideen habt, Anregungen, was auch immer, gefällt euch, gefällt euch nicht, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Likechen da und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!